Haselmaus und ihre Freunde. August. Lokal zum großen Mümmler. An einem warmen Tag im August plagt die kleine Haselmaus mit der bärenfarbenen Schlafmütze großer Hunger. Wie es der Zufall so will, ist sie ganz in der Nähe vom Lokal zum großen Mümmler. Gut versteckt unter einem dicht bewachsenen Gebüsch liegt es da. Koch und Geschäftsführer ist niemand anderes als Oskar Mümmler. Er gilt als der beste Koch weit und breit. Umso verwunderter ist die kleine Haselmaus mit der bärenfarbenen Schlafmütze, dass es keine Kundschaft zu geben scheint. Die Tische für die ganz kleinen Gäste sind leer und niemand macht Halt, um etwas zu bestellen. Rasch klettert die kleine Haselmaus mit der bärenfarbenen Schlafmütze auf dem Kopf die zierliche Strickleiter empor, nimmt an einem der winzigen Tische Platz und schaut auf die Tafel mit dem Tagesgericht. Kohlrabi. Fein, denkt sich die kleine Haselmaus und ruft zum großen Mümmler hinüber. Einmal das Tagesgericht, bitte. Oskar Mümmler scheint erst jetzt mitzubekommen, dass Kundschaft da ist. Leicht verschlafen öffnet er seine großen Augen und sagt dann völlig gelassen, natürlich, es dauert nur einen Moment. Zur Verwunderung der kleinen Haselmaus mit der bärenfarbenen Schlafmütze schließt der große Mümmler wieder die Augen und scheint erst einmal gar nichts zu tun. Sicher bereitet er sich mental auf das Kochen vor, überlegt die kleine Haselmaus und wartet geduldig ab. Kurz wirkt es so, als würde der große Mümmler zwinkern, und dann hört die kleine Haselmaus mit der bärenfarbenen Schlafmütze schmatzen. Esst ihr da gerade meine Bestellung? Fragt die kleine Haselmaus und schaut den großen Mümmler an. Der schaut zurück. Aber nein, versichert der große Mümmler und schließt unschuldig wieder die Augen. Das war nur der Wind im Laub. Ach so, sagt die kleine Haselmaus und ist beruhigt. Der Hunger wird immer größer. Dauert es noch lange? Fragt die kleine Haselmaus nach einer Weile und wird mit einem Auge gemustert. Gutes Essen braucht Zeit, erklärt der große Mümmler. Bald darauf vernimmt die kleine Haselmaus mit der bärenfarbenen Schlafmütze wieder dieses schmatzende Geräusch. Ein Blick zum Herd verrät, dass das Essen wirklich weniger wird. Ihr esst ja doch die ganzen Kohlrabi alleine, schimpft die kleine Haselmaus. Sich keiner Schuld bewusst, schließt der aufmerksam gewordene Koch erneut seine Augen. Aber nicht doch. Ich habe lediglich etwas abgeschmückt. Gutes Essen. Ja, ja, brummt die kleine Haselmaus langsam etwas verstimmt. Es dämmert ihr, warum es sonst keine Kundschaft gibt. Der Magen knurrt schon wie verrückt, und als die kleine Haselmaus mit der bärenfarbenen Schlafmütze zu einer Frage ansetzen möchte, schaut der große Mümmler sie kurz an. Wieder folgt ein schmatzendes Geräusch und das Essen im Topf wird immer weniger. Bekomme ich heute noch was zu essen? Erkundigt sich die kleine Haselmaus ungehalten. Entspannt schließt der große Mümmler seine Augen. Es dauert so lange, wie es eben dauert. Ein schweres Seufzen der kleinen Haselmaus mit der bärenfarbenen Schlafmütze lässt den großen Mümmler abermals aufgucken. Dann wird unbekümmert zu einem weiteren Abschmecken angesetzt. Oh, kommt es vom Oskar Mümmler. Oh, fragt die kleine Haselmaus und ahnt nichts Gutes. Wir müssen für heute schließen. Es ist leider nichts mehr da, erklärt der große Mümmler. Das tut mir überaus leid. Der kleinen Haselmaus mit der bärenfarbenen Mütze fällt dazu nichts mehr ein. Sie ist den Tränen nah und der Magen knurrt heftig. Gerade als sie gehen möchte, findet sich ein Kohlrabi-Blatt auf dem Mäusetisch ein. Der große Mümmler lächelt. Genüsslich beißt die kleine Haselmaus zu. Es ist das Beste, was sie jemals gegessen hat.